Herzlich willkommen zu den 8. Open Access-Tagen hier in Köln. Wir als Veranstalter freuen uns, Sie heute an der Fachhochschule Köln begrüßen zu können. Wir, das sind Achim Oswald vom Institut für Informationswissenschaften an der FH Köln, Ursula Arning von ZB Med, Leibniz-Institut für Lebenswissenschaften und meine Wenigkeit Agathe Gebert von GESIS, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Wir begrüßen Sie im Namen unserer Institutionen, im Namen des Ortskomitees, der Kolleginnen des Ortskomitees und Kollegen des Ortskomitees, im Rahmen des Programmkomitees vor allen Dingen insbesondere, die wie jedes Jahr entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir so ein reichhaltiges und sehr gutes Programm auf die Beine stellen konnten. Ja, zum ersten Mal finden die Open Access Tage an einer Fachhochschule statt. Und das ist gleichzeitig auch eine sehr gute Gelegenheit, den Themenbereich Qualifizierung in Studium und Beruf hier aufzugreifen, mit einer eigenen Session aufzugreifen, was wir morgen Vormittag tun werden. Aber darüber hinaus haben wir auch bei der inhaltlichen Gestaltung der Tagung versucht, neue Wege zu gehen, indem wir neue Perspektiven gesucht haben. Dieses Jahr wird es weniger um Überblicksdarstellungen gehen und vielmehr versuchen wir auf die Art und Weise, sondern es geht nicht um die Länderperspektiven wie in den vergangenen Jahren, sondern es geht um zentrale Themen, also die sogenannten Hot Topics, die gerade angesagt sind, die in den einzelnen Sessions behandelt werden. Aufgrund der großen und sehr aufschlussreichen Einreichungen haben wir uns dieses Jahr dann auch dazu entschieden, neben den Plenumsvorträgen auch mehrere Parallelsessions anzubieten. Genauer gesagt sind es dieses Jahr 9. Die sind aufgeteilt in 3 Sessions in 3 Blöcken. Und das führt zu einer recht reichen Themenpalette, die wir damit anbieten können. Sie reicht von Open Access Modelle für Monographien, Transformationsstrategien im Publikationswesen, der Rolle der Fachgesellschaften, über die Infrastrukturen für Open Science, Publikationen und Forschungsdaten bis zum Gebrauch von CC-Lizenzen, der Impact-Messung und den Erfahrungen in der Umsetzung von Policies und Guidelines. Der Andrang auf die Konferenz war wieder ungemein hoch, so wie jedes Jahr. Das freut uns natürlich. War das zu laut? Freut uns natürlich sehr. Allerdings ist durch einen Lapsus bei der Registrierung haben wir mehr Teilnehmer zugelassen, als wir hätten zulassen dürfen, aufgrund der Räumlichkeiten. Daher würden wir um etwas Rücksichtnahme bitten und vor allen Dingen für die Plenumsveranstaltung heißt das wirklich immer zur Mitte durchzurutschen, damit wir nachkommenden Platz machen können, die dann relativ unproblematisch in die Reihen zurücken können. Auch die Breite und Fülle des Programms verlangt von uns allen ein relativ hohes Maß an Disziplin. Wir würden deswegen gerade Moderatorinnen und Moderatoren und Sprecher bitten, sich an die vereinbarten Zeiten zu halten, pünktlich diese Sessions zu beenden, sodass wir die Pausen gemeinsam nutzen können. Wir haben 3 Tagungsräume. Raum 69, in dem wir uns jetzt befinden, der hat 3 Ausgänge. 2 sehen Sie sofort, nämlich den da oben und den hier unten. Aber es gibt noch einen dritten hier an der Seite, den Sie im Zweifelsfall auch noch benutzen können. Diesen Raum nutzen wir für die Plenumsveranstaltungen. Und wie gerade vorhin angesprochen, ist es wirklich sehr hilfreich, wenn Sie gleich von Beginn an bei den Plenumsveranstaltungen in die Mitte rücken. Wenn Sie hier oben raus oder reingehen, befinden Sie sich auf einer Zwischenetage und gehen dann nur noch eine Etage höher, um dann auf der Ebene des Tagungsbüros, des Raumes 284, der sich grob hier drüber, ein bisschen schräg versetzt befindet, und auf der gleichen Ebene ist auch der Raum 248, in dem dann die Parallel-Sessions zusammen mit der Session hier jeweils stattfinden. Dazwischen finden Sie blaue Stellwände, an denen die Poster aufgehängt werden, die Sie nachher kurz in der Madness-Session vorgestellt bekommen und im Laufe der Tagung dann ausführlich ansehen können, insbesondere auch in den Pausen ansehen können. Das Gleiche gilt auch für die Stände unserer Aussteller und der Sponsoren, die einen hilfreichen Beitrag zur Finanzierung dieser Tagung geleistet haben.
Unter anderem ist es dadurch möglich, dass die Sessions gefilmt werden. Das war uns sehr wichtig, weil es eben so viele Parallel-Sessions gibt und es nicht möglich ist, alles zu besuchen, auch wenn das Interesse da ist. So haben Sie dann aber die Möglichkeit, es zu Hause dann in Ruhe nachzusehen. Selbstverständlich werden die Videobeiträge nur ins Netz gestellt, wenn wir die schriftliche Einverständniserklärung der Referentin bzw. des Referenten haben. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an uns drei wenden und an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die da sind. Sie haben sie teilweise schon kennengelernt bei der Registrierung. Sie sind ausgezeichnet auf den Teilnehmerschildern mit als Orga-Team. Wir freuen uns dann auch, wenn wir die Fragen, also auf Ihre Fragen und sie dann auch beantworten zu können. Nun freuen wir uns erstmal auf die nächsten gemeinsamen zwei Tage, auf interessante Diskussionen und anregenden Austausch. Wie eingangs angesprochen, ist diese Tagung dieses Mal kooperativ organisiert worden, von unseren jeweiligen Institutionen getragen, die uns für diese Tätigkeit entsprechend auch unterstützt haben. Und wir freuen uns, dass jetzt die Vertreter unserer jeweiligen Einrichtungen mit ihren Grußworten die Tagung, wenn Sie so wollen, einläuten und gleichzeitig auch die Perspektive der Einrichtung bei den Open Access Tagen hier vorstellen.